Hallo meine Lieben, so jetzt kommen wir schon zu Teil 4. Jetzt haben wir ja schon über einige Aspekte geredet, unter anderem jetzt über Gemeinschaft. Und jetzt kommen wir zu einem für mich sehr, sehr wichtigen Punkt, wo aber, glaube ich, viele einfach kämpfen. Und wo, glaube ich, jeder immer wieder mal versucht ist und auch immer mal wieder kämpft. Und zwar ist es das Thema Abwenden von Sünde. Wie werde ich frei? Wie kann ich quasi dauerhaft einfach, ja, wie kann ich das lassen, was ich weiß, was eigentlich mir nicht gut tut oder was mich auch zerstört? Und Sünde führt letztendlich ja immer zum Tod. Das wissen wir ja, glaube ich, jetzt alle schon. Genau. Und ja, dann möchte ich einfach jetzt auch mal eine Geschichte erzählen, was bei mir im Leben zum Beispiel so, wie das so war oder was da so ein Punkt war, wo ich gemerkt habe, eigentlich irgendwie. Und an die Leute soll es jetzt eigentlich auch gehen, die nicht bewusst sündigen, sondern sagen, eigentlich weiß ich, das, was ich da mache, ist schlecht, aber ich komme einfach nicht raus. Ich kriege es einfach nicht hin. Was soll ich machen? Und immer wieder falle ich da und natürlich hilft mir Gott immer wieder auf, aber eigentlich will ich doch gar nicht sündigen oder will ich das doch gar nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Ich falle. Und bei mir war das damals, ich meine, ich war frisch bekehrt, ja, ich hab frisch zu Jesus quasi gefunden, habe das Leben erkannt, habe gewusst, boah, jetzt habe ich Leben, das ist jetzt anders, das ist es und das ist die Wahrheit. Und wie wir alle schon wissen, steht dieser Satz in Johannes 8,32, die Wahrheit wird euch frei machen. Was wir aber immer gerne vergessen, was davor steht, ist, steht davor, wir können es auch gerne mal kurz nachschlagen. Eine Sekunde. Johannes 8,32 beziehungsweise den Vers davor. Das ist absolut eine Lieblingsstelle von mir aus der Bibel, weil die komplett in meinem Leben Wahrheit geworden ist, weil der Heilige Geist es lebendig gemacht hat in meinem Leben. Und ich bete dafür, dass es auch in deinem Leben lebendig macht. Und jetzt lese ich euch das mal vor. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das haben wir ja schon im ersten Teil der Nachfolgereihe besprochen, wie wichtig das Wort ist. Und wir wissen ja schon, dass jetzt im neuen Bund nicht mehr Jude, nicht mehr Heide, nicht mehr das sozusagen, das gilt für dich und auch für mich. Das, was hier gesagt wird, das gilt für dich und auch für mich. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das steht vor diesem bekannten Vers, den ich jetzt lese. Und ihr werdet die Wahrheit, Jesus sagt selber, er ist die Wahrheit, erkennen und die Wahrheit, also Jesus, wird euch freimachen. Genau. Und das ist genau in meinem Leben passiert. Die Wahrheit hat mich frei gemacht. Und meine persönliche Geschichte, die ich dazu da eben erzählen kann, warum, wo ich immer wieder reingehe und wo ich nicht frei werde und warum das nicht funktioniert, das war damals, ich war schon mit Jesus, aber gleichzeitig hatte ich noch meine abhängige Beziehung. Natürlich war da was Dämonisches dahinter und das wollen wir alles mal nicht so weglassen, alles klar. Aber gleichzeitig war es trotzdem so ein, ich wusste eigentlich schon, was Gott gefällt, aber gleichzeitig habe ich noch meinem Fleisch Raum gegeben, also meiner Seele, meinen Gefühlen in dem Sinne, ja, was alles nichts Schlechtes ist. Glaub mir, deine Gefühle sind gut, deine Emotionen sind gut, wenn sie Gott gefallen. Ist überhaupt nicht das Thema. Aber gleichzeitig, wenn dich das bestimmt, ja, und das die Oberhand hat, dann können dich deine Gefühle sehr täuschen und auch in die Irre führen. Und dass wir alle mit diesen Problemen kämpfen, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und wir wissen sozusagen, was ist gut im Geist. Wir wissen durch die Bibel, was ist richtig und ja, was gefällt Gott, wenn ich mich so und so verhalte und was gefällt ihm nicht? Was sind die Früchte des Fleisches und was sind die Früchte des Geistes? Die Früchte des Geistes, wie sie in Galater stehen, Liebe, Sanftmut, Freude, Selbstbeherrschung und. Und die Früchte des Fleisches, sowas wie Hass, Neid, Zank, Eifersucht, all diese Dinge. Und
Ich muss sagen, damals zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich war gerade ein Babychrist, ich bin gerade quasi auf die Welt gekommen, hat noch sehr viel mein Fleisch in der Hinsicht regiert. Und mich hat das Wort frei gemacht. Also mich hat das, dass ich in diese tiefe Beziehung reingegangen bin, frei gemacht. Eben genau diese Nachfolgepunkte, die ich euch jetzt so ans Herz legen will, ja. Genau das hat mich dahin geführt, dass ich der Sünde widerstehen kann und Nein sagen kann. Jesus hat mich befreit, aber er hat dafür einen Preis bezahlt. Er hat einen Preis dafür bezahlt, dass du von der Sünde frei bist. Und deswegen richtet sich diese Predigt jetzt eben genau an diese Leute, die sagen, Mann, eigentlich hat er doch bezahlt, aber ich komme da einfach nicht raus. Da möchte ich dir mehrere Tipps geben. Der erste Tipp ist, setze dich nicht unter Druck und lasse den Zeitlauf so geschehen, wie es Gott vorgesehen hat. Das heißt, er will dein Mitwirken, er will deine Bereitschaft. Deine Bereitschaft ist die, dass du sagst, wirklich, Herr, ich bring's dir ans Kreuz und ich will es nicht. Genauso wie Paulus sagt, ich tue Dinge, die ich nicht tun will. Er hat sicherlich zum Herrn gesagt, er hat sicherlich unterm Gebet gesagt, Gott, ich will das nicht. Ich tue immer das schon wieder, aber ich will das gar nicht. Und das, glaube ich, kannst du ganz einfach vor Gott hinlegen. Dieses immer wieder es ihm bringen. Was ich dir auch schon als Strategie gesagt habe, mal dir ein Kreuz auf und schreib dir die Sachen auf, die dich immer wieder gefangen nehmen, die dich immer wieder in irgendeine Sünde reindrücken wollen. Und dann ist in der Bibel oft die Sprache oder oft die Rede von einer Wurzel. Ich für mich, ich habe erkannt, wenn ich gewisse Dinge in meinem Leben tue, ja, wo ich wieder in irgendwas reinfalle, dann steckt da meistens was dahinter. Meistens steckt da irgendwas dahinter. Und da kannst du ganz einfach den Heiligen Geist fragen, was steckt da dahinter? Steckt dahinter Angst, weil ich irgendwas erlebt habe, was mich dahin gebracht hat? Und was ist die Wahrheit? Was sagt Gott über das? Was sagt Gott hier drüber? Und das ist mein allererster Tipp, wie gesagt, dass du da zu Gott gehst, ehrlich wirst vor ihm. Ihm ehrlich, er kann mit dem umgehen, dass du da schwach bist und fällst. Und bitte ihn um Vergebung. Er ist bereit zu vergeben und er hilft dir auf. Und er sagt ja selbst zu uns, vergebt 7 mal 77 Mal. Wie oft ist denn das? Oh mein Gott, also wir müssen unendlich oft vergeben. Wie viel größer ist aber seine Barmherzigkeit und seine Gnade? Unermesslich groß, ja. Aber wir müssen ehrlich, das ist unser Schritt, ehrlich zu ihm hinkommen. Und dann gibt es aber auch noch eine Stelle in der Bibel, die mir sehr tief ins Herz gesprochen hat, wo es heißt, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Jesus hat sein Blut für dich gegeben am Kreuz. Also widerstehe bis aufs Blut. Ich sag's dir, widerstehe der Sünde. Der Teufel, werd dir bewusst, was der Teufel mit dir machen will in diesem Moment. Er will deinen Tod sehen. Er will, dass du wieder fällst. Er will, dass du gegen Gott rebellierst und nicht das tust, was gut ist, was vor den Augen von Gott, vor Gott gut ist, sondern er will dich wieder locken mit Dingen dieser Welt, Götzen dieser Welt. Gerade ein Thema, was ein Riesenthema ist heutzutage, ist eben natürlich Männer und Frauen. Gott will dir einen Partner geben. Sicherlich. Es ist sein göttlichstes Bild, ist Ehe. Das Erste, was er getan hat, ist Mann und Frau, Eva und Adam. Adam und Eva. Aber gleichzeitig ist das so ein Feld voller Sehnsucht und so ein Bereich, wo so viele unerfüllte Sehnsucht da ist. Und eigentlich will Jesus alle unsere Sehnsüchte und alles, was in unserem Herzen ist und alles, was oder alles, wo eben wir nach etwas suchen, will er ausfüllen. Und das ist vielleicht auch eine Chance zu sagen, warum falle ich immer wieder? Suche ich so anders? Suche ich doch nicht bei Jesus, sondern suche ich es doch irgendwie in der Welt? Suche ich es doch bei jemand anders, bei irgendeiner Person? Und das sind genau die Dinge, warum ich dich bitte, geh in das Wort, dann weißt du, was Gott denkt. Und geh in deine stille Zeit und widerstehe. Das ist aktiv. Du musst aktiv widerstehen. Jesus hat aktiv mit dem Wort, dem Teufel in der Wüste, als er versucht worden ist, widerstanden. Und genauso auch in der Waffenrüstung in Epheser steht es drin. Das Schwert, also das Wort, ist wie ein Schwert. Das ist wie unsere Angriffswaffe gegen den Feind.
und gegen die Sünde und gegen all das, ja, gegen all das, was dich zerstören will. Und deswegen, ich bete einfach für dich, dass du diese gewissen Punkte, nimm die ernst, ja, nimm das Wort wirklich ernst, mach es zu deiner täglichen Nahrung. Und wie in der Bibel schon drin steht, wer täglich im Wort ist, wer das Wort nicht verlässt, also wer halt im Wort bleibt, den wird die Wahrheit frei machen. Weil Jesus sieht, dass du das machst und du kannst nichts machen, dass du gerechter bist und toller bist irgendwie vor Gott oder dass du irgendwas in deiner Rettung dazu beitragen kannst. Nee, das geht nicht. Du kannst dich nicht durch deine Werke rechtfertigen, gerechtfertigt werden oder dich mehr retten oder irgendwas. Aber jedes Wort dient zum Leben. Und wenn du das nicht hast, beraubst du dich im Leben. Und dann ist es viel schwieriger, der Sünde zu widerstehen. Weil der Teufel macht es geschickt. Er manipuliert dich. Er verführt dich. Er schafft es irgendwie, gewisse Dinge zu verdrehen, sodass du denkst, ist doch nicht so schlimm. Also jemanden als Partner zu haben, der nicht an Jesus glaubt, ist doch kein Problem. Und natürlich, wenn du jetzt zuhörst und nicht Jesus kennst und nicht die Wahrheit kennst, dann wirst du sagen, das ist doch auch nicht schlimm. Aber ich kann einfach nur für mich sprechen, ich würde es nicht aushalten, wenn mein Partner nicht auch die Wahrheit hätte. Schon allein der Gedanke, er geht verloren, wäre für mich irgendwie schwierig oder nicht nur schwierig, sondern unertragbar. Gottes Wille ist, dass jeder Mensch errettet wird. Das ist sein Wille, das sagt er selbst in seinem Wort. Aber nicht jeder Mensch lässt sich erretten. Und genauso, glaube ich, ist es mit der Sünde. Jesus hat alles am Kreuz dafür bezahlt. Er hat es bereits gemacht. Es ist nicht erst in der Zukunft, er hat es bereits getan. Deswegen kannst du auch bereits frei von Sünde in dem Sinne leben. Frei, verstehe mich nicht falsch, wir sündigen täglich. Das soll jetzt nicht so dastehen, wie wenn, boah, die Christen nach so also heilig. Deswegen, aber im Geist, da wo Jesus regiert, ja, da kann, er kann nicht sündigen. Und wenn er durch dich leben darf und nicht mehr du und dein Ego und deine Gefühle und deine Wünsche und deine Ziele, was eh viel schlechter ist als das, was Gott für dich hat und Gott für dich will, weil er ist der dein Herz kennt, besser als du selbst, dann bist du im Glauben leben. Und in der Bibel steht geschrieben, dass du, wenn du aus dem Glauben lebst, dann sündigst du in diesem Sinne nicht mehr. Aber nicht, weil du so toll bist, sondern weil du aus diesem Glauben lebst, in dem Glauben an Jesus Christus, durch den du gerechtfertigt bist. Steht alles hier drin. Die Wahrheit kannst du kennen. Du kannst sie kennen. Ist kein Geheimnis. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du ja, dich damit einfach wirklich sehr, sehr auseinandersetzt. Mit dem Wort, mit Jesus selber, in der Zeit mit ihm. Er ist das Wort, also mit ihm. Aber ich bete einfach für dich, dass du der Sünde widerstehen kannst, dass du dem Teufel widerstehen kannst, genauso wie Jesus das getan hat. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird er fliehen. Er wird fliehen. Er geht von dir. Er muss gehen. Er muss weichen. Und plötzlich merkst du, wie frei dein Leben wird, du merkst, wie frei du wirst, obwohl Dinge kommen, obwohl irgendwie blöde Sachen passieren, obwohl du Dinge falsch machen wirst, du wirst fallen, aber du wirst aus dem Glauben leben. Und und da noch einen letzten Tipp dazu, ein letzter Tipp ist von mir noch der, den ich eh schon gerade angedeutet habe mit mach dir keinen Druck, das meine ich in dem Sinne, werde nicht gesetzlich, sondern lass es wirklich den Heiligen Geist so durch dich machen, aber zeig deine Bereitschaft, zeig, dass du es wirklich willst, ja, und dann, glaube ich, kommt Gott sofort. Und sei nicht stolz, sei nicht hochmütig, das ist auch noch ein guter Tipp, weil Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und es steht auch geschrieben, er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das kann ich sowas von bestätigen. Ob als ich mich bekehrt habe und absolut ein zerbrochenes Herz hatte oder immer wieder in irgendwelchen Dingen, wo mich was verletzt oder wo mir was nicht gefällt oder wo ich einfach sage, boah, und jetzt will ich einfach nur zu Gott, weil das was da gerade passiert und er ist da. Er ist da. Also will er auch bei dir da sein und dir zeigen, was der richtige Weg ist. Seid gesegnet. Wenn ihr wie immer Fragen habt, schreibt mir in Instagram.
Und dann freue ich mich schon auf die nächste Nachfolgereihe, Reihe nicht, den nächsten Teil dazu. Genau, ich habe nämlich noch so ungefähr, was haben wir heute beim vierten Teil? Oder schon im fünften. Auf jeden Fall sind es um die 9, 9 bis 10. Mal schauen. Genau. Also bis bald und ganz liebe Grüße.